Uiu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 
Du bist doch meine Carola. Mein Karöchen. Mein allerliebstes Zuckerröllchen. Ach du. Und ich liebe jede kleine Speckrolle an dir. Was für Speckrollen? Ich habe keine Speckrollen. Nein, natürlich nicht. Bin ich dir etwa zu dick? Überhaupt nicht. Du bist perfekt. Und warum fängst du dann ständig von meinen Speckrollen an? Wieso denn ständig? Ich habe doch nur gemeint, dass ich jeden noch so winzige Babyspeckrolle an dir liebe. Guck mal hier, die Kleine. Doch auf. Ich bin dir zu dick. Dabei solltest du lieber selber mal in den Spiegel sehen. Dir würde eine Diät auch nicht schaden. Du hast nämlich auch Babyspeckrollen. Die von einem Baby-Elefanten. Aber Zuckerröllchen, warum bist du denn plötzlich so aufgebracht? Da wunderst du dich noch. Wie soll ich denn ruhig bleiben, wenn du dauernd an mir herumkrittelst? Aber so habe ich das doch gar nicht gemeint. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Ach und vergiss die Schweinelende. Heute gibt's Salat. Oh Gott. Aber Zuckerröllchen, bitte. Ich habe nur lieb gemeint. Och, auf die Art von Liebe kann ich verzichten. Und überhaupt, wie läufst du denn schon wieder rum? Zieh dir endlich mal etwas Anständiges an. Man muss sich ja schämen, wenn dich jemand so sieht. Wer soll mich denn sehen? Es ist Wochenende. Samstag. Und da trage ich immer meine bequemen Sportsachen. Von wegen Sportsachen, dass ich nicht lache. Du möchtest gern Sportler, bist doch schon nass geschwitzt und völlig aus der Puste, wenn du nur die Sportschau guckst. Ich fiebere halt mit. So, dann versuch doch mal ohne Schwitzen zu fiebern. Nanu, wer kann das sein? Am Samstag? Geh halt ran, dann weißt du's. Ich mach jetzt den Salat. Oh je, Salat. Ja, ja. Herbst! Was? Rolf? Mensch, Rolf! Was für eine Überraschung! Schon lange nicht mehr gesehen! Wie geht's dir denn? Wer ist es denn? Moment! Meine Mutter! Ach, dann sag ihr einen schönen Gruß, ja? Und vergiss nicht, dir nachher etwas Anständiges anzuziehen. Ja, Röllchen. Und dusch dich gefälligst. Du riechst schon säuerlich. Da bin ich wieder. Was? Aber nein, ich flüstere doch nicht. Das liegt an der Leitung. Nee, dir geht's nicht so gut. Ah, Ärger mit der Frau. Arme Sau. Das kann mir zum Glück nicht passieren. Ich habe meine Alte im Griff. Hyperiert aufs Wort. Was? Scheidung? Da sei doch froh, dass du sie endlich los bist. Ja! Und such dir so eine wie mein Karöllchen, ne? Ein treues Weib, das dir jeden Wunsch von den Augen abliest und ihren Mund nur dann aufmacht, wenn du es ihr erlaubst. Wie? Aber ja, du bist doch auch mein bester Freund, natürlich. Na sicher, wir sollten mal wieder was unternehmen. So wie früher, in den guten alten Zeiten. Wie? Und klar, kannst du für die Zeit auch bei mir wohnen. Ja, klar. Carola, was soll die dagegen haben? Ach Quatsch, die mag dich. Ja, natürlich. Und davon abgesehen hat sie hier nichts zu melden, ne? In meinem Haus bestimmt immer noch ich, was gemacht wird. Und darum, wenn du Lust und Zeit hast, dann komm einfach vorbei, hey. Du weißt doch, mi casa e tu casa, hey. Moment mal, es hat gerade geklingelt. Weg von der Tür! Wag es ja nicht, so die Tür aufzumachen. Was? Jemand so sieht, dann denken die Leute ja, ich wäre mit dem letzten Penner verheiratet. Und wer weiß, so Unrecht haben sie da vielleicht gar nicht. Ach, na, hör mal! Los, geh ins Bad! Aber ich muss gar nicht auf Toilette! Du sollst dich verstecken! Also hör mal, das hier ist auch mein Haus
und ich bleibe in meinem Wohnzimmer. Gut, wie du willst. So? Nee! Jetzt kannst du bleiben. Was ist denn da? Du hast dir schon wieder 6 Heftchen gekauft. Das ist kein 6 Heftchen. Das ist der Playboy. Natürlich ist es ein 6 Heftchen. Es sind doch lauter nackte Weiber drauf. Tatsächlich? Ich habe es nur wegen der interessanten Artikel gekauft. 6,90 € hast du für den Schund bezahlt? Na, warte. Dir werde ich dein Taschengeld entscheidend kürzen. Aber ich bekomme doch nur 50 € im Monat. Jetzt sind es nur noch 30. Ich komme. Und du bleibst ja unter der Decke. Ja. Und übrigens... Ja? Schönen Gruß von deinen nackten Weibern. Aua! Hallo. Hallo. Oh nein, du? Jawohl. Wer ist es denn? Was willst du denn hier? Ich will einfach mal wieder meinen besten Freund Rüdiger sehen. Na gut. Da ist er. Rüdiger? Rolf! So. Jetzt hast du ihn gesehen, du kannst ihn wieder gehen. Ach, komm schon, Carola. Jetzt sag mal, bist du da immer noch sauer wegen unserem kleinen Vatertagsausflug von damals? Von wegen Vatertagsausflug? Ich hatte gedacht, ihr geht wandern und saufen. Ja, es war halt eine spontane Planänderung, dass wir eben stattdessen... Nach Las Vegas geflogen seid? Ja. Und er 30.000 € verspielt hat? Ja, zugegeben. Also, was das Wandern angeht, da sind wir vielleicht etwas vom ursprünglichen Plan abgewichen. Aber gesoffen haben wir! Genau! Ja, im Luxushotel. Für weitere 5.000 €. Dafür können wir nicht. Die hatten nur Champagner. Ruhe! Aua! So steckt der unter der Decke. Damit der Gestank drin bleibt. Na, hör mal! So, du bist jetzt ruhig. Und du sagst mir jetzt endlich, was du hier willst. Das würde ich gerne meinem besten Freund Rüdiger persönlich erzählen. Na schön. Können wir sich da einen Augenblick alleine unterhalten? Nichts. Jedes Mal, wenn ihr beiden zusammen seid, dann endet es in einer Katastrophe. Und der Anstifter bist immer du. Ja gut, bitte, von mir aus, wenn du meinst. Also schön, hör zu, Rüdiger. Wie ich dir ja gerade eben schon am Telefon erzählt habe... Ach, dann bist du jetzt neuerdings die Mutter. Was für eine Mutter? Na, seine. Was? Aua! Nun ja, also wie auch immer, jedenfalls... meine Frau Monika, wie ich dir gerade schon erzählt habe, die Scheidung eingereicht. Wie schön. Dann ist das arme Ding endlich zu Verstand gekommen. Ach, Unsinn. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Die Trennung, das war unsere gemeinsame Entscheidung. Aber hey, wir sind uns immer noch in tiefer Freundschaft und Liebe verbunden. Deshalb lasse ich ihr ja auch die Wohnung. Das ist nobel von dir. Von wegen nobel. Ich wette, seine Monika hatte die Nase voll von ihm und hat ihn rausgeschmissen. Ah, glaub doch, was du willst. Hör zu, Rüdiger, es ist jetzt jedoch so, dass ich im Augenblick tatsächlich ein kleines Problem mit meiner Unterkunft habe. Deswegen ich deine Einladung gerne annehme. Was für eine Einladung? Oh, Rüdiger hat mich gerade am Telefon eingeladen, dass ich gerne bei ihm ein paar Tage wohnen kann. Was hast du? Naja, ich dachte irgendwann mal, ich wusste ja nicht, dass er schon vor der Tür steht. Was spielt das für eine Rolle? Hey, Rüdi, sind wir beste Freunde oder nicht, hä? Ja, du bist mein bester Freund. Und du bist mein bester Freund. Wie rührend. Hä? Soll ich noch Blumen streuen? Doch, ihr Frauen, ihr habt doch keine Ahnung, aus welchem Guss echte Männerfreundschaften geschmiedet werden. Ich sag nur Eisern! Ja, Eisern! Sicher. Etwas angerostet seht ihr beide auch aus. So, Rüdiger, und jetzt verabschiede dich wieder von deinem Freund und geh dich duschen und umziehen. Und zwar genau in der Reihenfolge. Ja, aber... Rüdiger! Ja, also, schön, dass du da warst. Was? Mach's gut. Hey, hey. Und wenn du mal wieder in der Nähe bist, dann machen wir einen Traum. Moment mal. Hey, ihr könnt mich doch...
doch nicht einfach rauswerfen. Aber das siehst du doch. Und tschüss. Ja, wo soll ich denn hin? Am besten ins Hotel. Weit, weit weg. Ja. Unmöglich. Hör zu, Rüdiger, das ist ein Notfall. Also bitte, bitte, von mir aus, Carola, du hast recht. Monika hat mich aus der Wohnung geworfen. Mit dem, was ich am Leib trage. Nur mit dem. Meine Brieftasche, meine Kreditkarte, meine Bankkarte, mein Geld. Das ist alles noch in der Wohnung. Und woanders hinfahren kann ich auch nicht mehr. Meine Tankanzeige erzählt mir schon seit 30 Kilometern, dass kein Sprit mehr drin ist. Tja, dann wirst du wohl zu Fuß gehen müssen. Aber es ist draußen saukalt. Dann renn. Und? Rüdiger, du bist mein bester Freund. Lass nicht zu, dass dein Drachen mich wegschickt. Ich schick dir gleich Drachen. Jetzt ist aber mal Schluss. Wenn du unbedingt jemanden hauen willst, dann sieh in den Spiegel und schlag das herzlose Monster, das dir daraus entgegen sieht. Was so. Fällt dir denn ein? Ich brauche dich jetzt. Natürlich. Hast du was gesagt? Naja, es ist ja immerhin ein Notfall. Und ich verspreche dir, wenn du ihn hier wohnen lässt, dann bist du auch einer. Oh Gott, du hast ja gehört! Rüdiger, ich bitte dich, erinnerst du dich nicht mehr? Wir haben uns damals geschworen, dass wir uns niemals im Stich lassen. Natürlich! Also, dann sei jetzt ein Mann und hilf mir. Jawohl! Ich bin ein Mann! Nicht mehr lange! Es tut mir leid, aber es geht nicht! Oh Gott. Was soll denn das? Bist du verrückt geworden? Entschuldige, ich habe nur nachgesehen, ob du deine Kette zufällig seine Männlichkeit um den Hals trägst. Carola, Rüdiger, schönen Tag noch. Dir auch! Was ist das? Anna. Wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass dieser Ton nicht gut kein Umgang für dich ist? Aber er ist mein bester Freund. Ja, der dich jedes Mal in Schwierigkeiten bringt. Schöner Freund. Naja. Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Und weil ich damals auch schon überall der Kleinste war, da hat er auf mich aufgepasst und mich beschützt. Oh. Aber dafür hast du ja jetzt mich, hm? Ich pass schon auf dich auf. Schön, dann kann mir ja nichts mehr passieren. Nicht, wenn du immer schön brav auf mich hörst. Ja, Mama, ich meine ja solchen. Du siehst also, du brauchst diesen Nichtsnutz Rolf doch gar nicht mehr in dein Leben. Immerhin ist er mein Trauzeuge. Jetzt sag bloß, dass du immer noch einen Zeugen brauchst, der dir sagt, dass wir verheiratet sind. Nein, nein, natürlich nicht. Das ist es. Dein Trauzeuge ist wie der ganze Rolf überflüssig. Ja, aber... Und jetzt Schluss mit der Debatte, verstanden? Ja, Wölschen. Fein, dann kümmere ich mich jetzt endlich um den Salat. Ach, Wölschen? Ja. Mein allerliebstes Wölschen. Kann ich den Playboy noch mal haben? Ich habe den Artikel noch nicht zu Ende gelesen. Aber natürlich, mein Lämmchen. Hier. Fein, Spannung. Ist konfisziert. Was? Kannst du denn überhaupt nicht genug bekommen von deinen nackten Weibern? Bin ich dir etwa nicht hübsch genug? Na schon, aber du machst dir immer das Licht aus. Was? Pappelapapp, da schicke ich dich schon zweimal die Woche in die gemischte Sauna, damit du deine Nacke dahin begaffen kannst. Oh, und das reicht dir immer noch nicht, du Sexprotz. Wozu habe ich dir überhaupt zum Geburtstag die Mitgliedschaft im Saunaclub geschenkt? Naja, der Club heißt nicht umsonst Spritziger Aufguss der fidelen Ü-80er. Ja und? Naja, die sind alle schon Ü. Über 80. Na prima, dann kannst du dich schon daran gewöhnen, was später mal auf dich zukommt. Oh Gott. Und jetzt gehe ich endlich duschen und umziehen. Mach ich, Röllchen. Du musst schon wie ein alter Schafsbock. Ja, Röllchen. Und tröte nicht wieder ewig rum. Nein, Röllchen. Oh Gott. Jetzt muss ich erst mal was gegen schlechten Atem tun. Oh, ganz dringend. Wo habe ich nur mein Mundwasser? Auf dich, Johnny!
Nanu, Röllchen? Wer? Rolf? Mensch, Rolf! Was für eine Überraschung! Was machst du denn im Garten? Du hast mich gerade aus deiner Wohnung geworfen. Erinnerst du dich nicht mehr? Stimmt, da war's. Ich erinnere mich ganz dunkel. Ach, von wegen, Mikasa ist du, Kasa. Hä? Was du eben gesagt hast, mein Haus ist dein Haus. Genau das heißt Mikasa ist du, Kasa, nämlich übersetzt. Ach, das heißt das? Ich sag's immer nur, weil es so cool klingt. Ist das kalt? Mensch, was tust du? Wenn Carola dich hier sieht, ist der Teufel los. Die Frau ist der Teufel. Gott, warum hast du die überhaupt geheiratet? Sie kann auch ganz nett sein. Manchmal. Das kann der Teufel auch. Und sie kann gut kochen. Mein Gott, Rüdiger, man heiratet doch keine Frau, nur weil sie gut kocht. Ich schon. Da hättest du auch gleich die einbeinige Frittenkala vom Bahnhofsimbiss heiraten können. Die war zwar nudelfett, hässlich wie die Nacht und weit über 60. Aber hey, ja, die hatte die beste Currywurst und die besten Pommes weit und breit, was? Ich hab's versucht, aber sie hat meinen Antrag abgelehnt. Boah, ich geb's auf. Was? Hey, was? Was? Da ist er ja. Was tust du? Mich aufwärmen. Was? Den kann ich jetzt gebrauchen. Hey, langsam, langsam. Was? Es war saukalt da draußen. Ach, der Mann. So. Jetzt kannst du dein Whisky wieder verstecken, du Pantoffel. Carola sieht's nicht gern, wenn ich trinke. Sag mal, was ist deine Carolas Lieblingsfarbe? Rosa. Oh. Und deine? Blau. Mein Gott, Rüdiger, du musst dich endlich mal durchsetzen. Du hast gut reden. Carola hat eine eisenharte Rechte. David würde sie sogar die Klitschko-Brüder auf die Bretter schicken. Beide gleichzeitig mit nur einem Schlag. Hör auf! Mann, Rüdi, du bist eine Schande für alle Männer. Na, das ist ja gar nicht wahr. Natürlich, du hast mich rausgeworfen. Mich? Deinen besten Freund? Ich hab dich doch wieder reingelassen. Ach, von wegen, ich bin alleine reingeklettert. Wie dem auch sei. Jetzt bist du doch da. Aber du kannst nicht lange bleiben. Hey, Moment mal, du willst mich doch jetzt nicht etwa schon wieder rauswerfen. Von wollen kann gar keine Rede sein. Aber du hast doch Carola gehört. Jetzt pass mal gut auf. Rüdiger, sind wir zwei beste Freunde oder nicht? Natürlich. Na also. Und beste Freunde, die verraten sich nicht gegenseitig. Und beste Freunde, die werfen sich auch nicht gegenseitig aus der Wohnung. Beste Freunde, Mann, die halten zusammen und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Hm. Ja. Genau wie früher! Genau! Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Also, das ist der Rüdiger, den ich kenne, mein bester Freund. Das bin ich. Und du kannst dich immer, immer auf mich verlassen. Genauso, du dich immer auf mich verlassen kannst. Hey, eins verspreche ich dir. Wenn deine Frau dich jemals rauswirft, dann kannst du jederzeit und so lange du willst bei mir wohnen, klar? Das kann schneller passieren, als du denkst, wenn Carola dich erst hier sieht. Oh Gott. Was ist? Was, wenn sie mich jetzt wirklich rauswirft? Na, dann wohnst du eben bei mir. Hey, Rüdi, Mikasa ist du Kasa. Aber du hast doch jetzt gerade gar kein Kasa. Ich meine kein Haus. Richtig. Und deshalb musst du jetzt dein Mann sein. Rüdiger, du musst jetzt endlich mal auf den Tisch hauen und darfst das unter keinen Umständen zulassen, dass dein Cerberus dich oder mich aus der Wohnung wirft. Jawohl. Ich bin ein Mann. Ja, das bist du. Hart. Hart wie... wie Kruppstahl. Hart wie Diamant. Ja, das ist die richtige Einstellung, ne? Wir zwei lassen uns nicht aus der Wohnung werfen. Niemals! Und ich habe auch schon eine Idee. Ja? Ja, was denn jetzt etwa doch? Nein, komm.
Mach dir gemütlich! Das ist doch nicht dein Ernst! Ich soll in den Schrank? Aber doch nur fürs Erste. Zu deinem eigenen Schutz. Na, im Schrank ist es schön warm. Und du bist in Sicherheit vor Carola. Der werde ich erst mal zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Und wenn die Schlacht geschlagen ist, dann lasse ich dich wieder raus. Du bist verrückt. Ich kann doch nicht im Schrank sitzen. Na, natürlich. Der Schrank ist geräumiger und kuscheliger, wie er von außen aussieht. Aber Rüdiger, mach dir gemütlich. Das wäre geschafft. Mit mir selbst. Fein. Dann frag dich doch mal, wieso du immer noch in deinen Gammelklamotten im Wohnzimmer herumtrödelst. Ja, Carola! Frau, hör zu! Was kommt jetzt? Ich bin ein Mann! Ach, was? Hart! Hart wie Diamant! Ich seh's. Und ich muss ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Ach ja. Ja, ich muss sagen. Was denn? Ja, also, ich will sagen. Ja. Ich liebe dich, meine Zuckerschnute. Ich liebe dich auch, mein Diamant, harter Mann. Gott, trotzdem stinkst du wie ein verwester Igel. Geh endlich duschen. Ja, mein Kamm ist Zucker. Oh Gott, hier ist es auch nicht. Was suchst du denn? Mein Handy. Ja. Ach, jetzt weiß ich's. Das steckt bestimmt noch in meiner Manteltasche. Nein! Noch bestimmt! Hallo, Carola! Hast du meine Zigaretten gesehen? Aber wie bist du überhaupt ins Haus gekommen? Oh, ach, weißt du, ich bin... Rüdiger! Er muss sich heimlich reingeschlichen haben! Jetzt reicht's! Raus! Rüdiger? Sag was! Also... Raus! Was? Rüdiger, wir hatten doch gerade eben vereinbart, dass wir zusammenhalten. Was? Lügen! Schamlose Lügen! Aber Rüdiger! Weit hinaus mit dir! Aber Rüdiger! Das bleibt hier! Du Kistentier! Hey. Du bist nicht mehr länger, mein Freund! Ha! Das wäre erledigt. Aber wieso hast du ihn überhaupt wieder reingelassen? Habe ich gar nicht. Er muss durchs Fenster geklettert sein. Aber das ist zu. Vorhin war es offen. Ich habe gelüftet. Dann sieh zu, dass es jetzt zu bleibt. Ich habe keine Lust, diesem Strolch noch mal in meinen eigenen vier Wänden zu begegnen. Ich auch nicht. Na dann. So, da ist es ja. Und du geh endlich duschen. Ja, meine Zuckermilch. Lass doch diese Zuckerausdrücke. Ich krieg schon wieder Hunger. Ja, mein Zucker. Mein Röllchen. Geh weg! Geh weg! Warte. Jetzt warte doch! Himmel, Rüdiger, was soll denn das? Was? Stell dich nicht blöder, als du bist. Du hast mich gerade schon wieder rausgeworfen. Aber doch nur im Spaß. Ich hab dir doch zugezwinkert, so, hä? Das ist kein Spaß, verdammt. Es ist sau kalt hier draußen. Was? Du musst das mich rein. Oh, das geht nicht, was Carola gehört. Ja, sie lass mich rein. Halt den Mund. Du kannst die Flasche gerne mitnehmen. Wohin? Nach draußen. Vergiss es, ich geh nicht mehr raus. Und ich lasse mich von dir ganz bestimmt nicht mehr rauswerfen. Das war doch nur zu deinem eigenen Schutz. Wenn Carola dich rausgeworfen hätte, dann wärst du jetzt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Komm her, mein Freund. Komm her. Du hast vielleicht Nerven. So. Und jetzt hör mir mal gut zu. Mein guter, mein bester, mein allerbester Freund. Du wirst es jetzt irgendwie möglich machen, dass ich ein paar Tage hier bei dir wohnen kann. Ach, aber Carola wäre bestimmt wahnsinnig scharf darauf zu erfahren, was damals in Las Vegas noch alles gelaufen ist. Hm? Was denn? Ich sag nur, Call Girls. Aber die hast du bestellt. Na und, deswegen hast du trotzdem mit einer die Nacht verbracht.
Wie hieß sie noch gleich? Ah, Jasmine! Genau, hey! Und von Jasmine, das hat einem Röllchen bestimmt nichts erzählt, was? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich war viel zu betrunken. Ich hab sie schon nur geschlafen. Da hat Jasmine aber was ganz anderes erzählt. Was denn? Du wärst unersättlich gewesen. Ein wildes Tier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Davon wirst du doch aber meinem Röllchen nichts erzählen. Nur wenn du mich noch mal rauswirfst. Aber beste Freunde tun so etwas nicht. Ich meine, sich gegenseitig verraten. Beste Freunde werfen sich auch nicht gegenseitig aus der Wohnung. Rüdiger! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hier, schnell, schnell hier. Unter die Decke. Mach. Was? Jetzt mach. Oh, in Gottes Namen. Ja, mach schon. Hast du auch? Ja, du. Ich höre immer noch keine Dusche. Nanu, was machst du denn auf dem Sofa? Ich muss eingeschlafen sein. Sag mal, bist du plötzlich gewachsen? Wie kommst du denn darauf, Röllchen? Aber das ist doch... Rolf! Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein! Rolf, was machst du unter meiner Decke? Ich suche mein Feuerzeug. Hast du es vielleicht gesehen? Nein, vielleicht ist es rausgefallen. Oh mein Gott, was soll denn dieses Theater? Was? Und was ist denn das? Oh. Rüdiger, woher hast du den Whisky? Das ist seinem! Hast du etwa davon getrunken? Niemals! Hauch mich ab! Er hat mich angestiftet! Du brauchst doch wirklich keine Minute, um meinen Rüdiger in den Abgrund zu ziehen. Keine Sorge, den Weg findet er ganz allein. Rüdiger, schmeiß ihn raus. Ja, klar. Denk an Las Vegas. Jetzt bitte Las Vegas damit zu tun. Nichts, gar nichts. Dann wirf deinen abgründigen Freund endlich raus. Sofort. Jasmine. Worauf wartest du noch? Ich glaube, ich muss aufs Klo. Oder muss ich erst die Polizei rufen? Mach dir keine Umstände. Ich bin schon auf dem Weg. Schön. Oh, und du erlaubst, das ist ja meine. Ich frage mich nur, warum du mich so hasst. Ich hasse dich nicht. Du bist mir egal. Liegt es vielleicht daran, dass wir... Ja, dass ich mich damals nach unserer gemeinsamen Nacht nicht mehr bei dir gemeldet habe? Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Und jetzt verschwinde auf der Stelle! Bin schon weg! Oh, jetzt und die Decke, du! Die leih ich mir wirklich nur aus, ja? Bring sie ganz bestimmt aus, wieder. Nimm sie mit und jetzt hau endlich ab! Ja, ach, super! Vielen Dank! Ja, wirklich großzügig von dir! Also dann! Mach's gut, Caro! Dieser eingebildete Lackaffe, ist der Weltklasse? Ja, du hast ihn verjagt. Ja, der lässt sich hier so schnell nicht mehr blicken. Ich bin ein Diamant, harter Mann. Weißt du, manchmal kommst du mir eher vor wie ein Knetmännchen. Alles nur Tarnung. Die ist perfekt. Wie alles an mir. Ja. Und weißt du was? Auf den Schrecken hin sollten wir uns morgen die Schweinelende in Pilzrahmsoße und Spätzle gönnen. Ich helfe dir auch beim Kochen. Wieso kochen? Hast du denn für morgen Abend noch keinen Tisch reserviert? Was für ein Tisch? Na, bei unserem Lieblingsitaliener. An Festtagen gehen wir doch immer zu Angelo. Festtage? Was für ein Festtag! Jetzt sag bloß, du weißt nicht, was morgen für ein Tag ist. Oh Gott, unser Hochzeitstag! Mein Geburtstag! Du hast meinen Geburtstag vergessen? Wie konntest du?
hast. Jetzt reicht's. Am Röllchen, wo gehst du denn hin? Einkaufen? Ich verlasse dich. Was? Aber... Ach du Scheiße. Was mache ich denn jetzt nur? Aber... Oh. Johnny. Ja, natürlich. Klar. Rolf! 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 Bist du noch da? Rolf, meine Carola, sie hat mich verlassen. Ich will alle gehen sehen. Dann sei doch froh. Ich will sie aber wieder zurückhaben. Kannst du mir nicht dabei helfen? Du hast doch in so Sachen schon mehr Erfahrung. Ja, Gott, helfen könnte ich dir wahrscheinlich schon, allerdings. Komm rein! Sag mal, kann ich nicht wenigstens einmal ganz normal zur Tür reinkommen? Stimmt, du hast recht, warte! Danke. Was mache ich denn jetzt nur? Nee, hier, komm. Nimm mir jetzt mal einen tüchtigen Schluck. Na, gut. Na, komm. Oh. Tüchtig, habe ich gesagt. Was? Los. Ach, gut, wenn du unbedingt darauf bestehst. Schluck. So, jetzt, das ist ein tüchtiger Schluck. Drin lassen. So. Oh. Der haut aber ganz schön rein. Ja, das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Jetzt komm her. Jetzt erzähl mir mal in aller Ruhe, warum nicht deine Carola verlassen hat. Ich habe ihren Geburtstag morgen vergessen. Du hast ihren Geburtstag vergessen? Ha! Alle Achtung! Das ist allerdings ein dicker Hund. Aber es ist doch nur ein Geburtstag. Nicht für eine Frau. Soll das heißen, sie ist weg? Flimmer! Hey, ganz ruhig. Die holen wir uns wieder. Jetzt mach dir keine Sorgen. Hey, ich verspreche dir. Alles wird wieder gut, ja? Du machst mir Mut. Ja, klar. Und was machen wir jetzt? Jetzt? Jetzt feiern wir erstmal unsere Freiheit. Wie in den guten alten Zeiten, was? Ja, wie in den guten alten Zeiten. Oh, warte. Na dann, Prost, mein Freund. Hörst du, Bötchen? Bötchen, ich bin frei! Ja, das bist du, zumindest für eine Weile. Keiner, der mich mehr rumkommandiert und mir Vorhaltungen macht. Rüdiger macht dies, Rüdiger macht das. Verstehst du? Keiner kommandiert mich mehr rum! Ja, klar, versteh ich dich, hey, natürlich! Jetzt geh erst mal duschen und zieh dir was anderes an. Du stinkst wie ein alter Ziegenbock. Na, wird's bald. Es ist ja nicht dein Kater. War ich sehr betrunken? Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. 20. Oh. Warum tut mir da mein Genick so weh? Vermutlich, weil du die halbe Nacht die Kloschüssel umarmt und angesungen hast. Ja. Wie spät ist es denn? 3:12. Ha! Wie siehst du denn aus? Fragst du, ist mir in deinen Schlafanzug. Na schon, aber an dir sieht er lächerlich aus. Und die einzige Alternative wäre eins von Carolas Nachthemden gewesen. Darin hätte ich mit Sicherheit noch lächerlich ausgesehen. Komm hier, trink. Danke. Ist Carola schon zurück? Nein,
Ich schätze, die hat sich jetzt erstmal von der Weide, ist jetzt erstmal bei ihrer Mutter runtergekrochen. Das will ich nicht hoffen. Die liegt seit 2 Jahren auf dem Friedhof. Okay. Dann ist sie bei einer Freundin. Die lässt sich jetzt erstmal 1-2 Tage schmoren, ehe sie wieder zurückkommt. 1-2 Tage? Ach, mindestens. Glaub mir, ich kenne die Weiber. Die tippen da alle gleich. Die will, dass du reumütig auf allen Vieren wieder angekrochen kommst. Das kann sie doch jetzt schon haben. Dazu muss sie nicht erst 2 Tage weggehen. Oh, du bist jämmerlich. Ich weiß. 1-2 Tage, das halte ich nicht aus. Ich vermisse sie jetzt schon. Och, sie kommt doch wieder. Meine Güte, wenn du deinen Feldwebel so sehr vermisst, dann helfe ich dir eben, sie zurückzuholen. Hm? Bleib die nächsten paar Tage bei dir wohnen. Du bist wirklich ein echter Freund. Ich weiß. Pfui Teufel, das stinkt ja entsetzlich. Was ist das denn? Das ist mein Antikater-Spezialkaffee. Trink schön aus, dann geht's dir gleich wieder besser. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Los, runter damit. Das ist gute Medizin. Weh, es wirkt nicht. Oh. Na, geht doch. Hä? Schön leer trinken. Ich glaube, mir kommt's hoch. Beherrsch dich. Das geht gleich vorbei. Komm, atme 3-mal tief ein und aus. Und gleich nochmal. Und jetzt von tiefen. Wow, wie das wirkt. Und noch so schnell. Ich kann richtig fühlen, wie mein Kater verschwindet. Warte, das wird gleich noch viel besser. Ich fühle mich so leicht wie eine Feder. Was ist denn da drin? Buch, was ich in eurer Küche gefunden habe. Kaffee, Milch, Zucker, Salz, Pfeffer, Eigelb, Ketchup, Mayo, Senf, Curry, Mayo, Majoran, Oregano. Ach, egal, einfach aus jedem was von eurem Gewürzdöschen. Das ist ja erstaunlich, was so ein paar Gewürze im Kaffee für eine Wirkung haben. Ja, wobei ich glaube, es liegt weniger am Kaffee und den Gewürzen als vielmehr der wichtigsten Zutaten. Das wäre? Strohrum, 80%. Was, mir Strohrum verabreicht? Na klar, Mann, du weißt doch. Einen Kater bekämpfst du am besten, indem du da weitermachst, wo du abends aufgehört hast. Der Strohrum war in der Küche das Einzige, was ich an Alkohol gefunden habe. Den nimmt mein Alkohol aber immer nur zum Backen. Wieso dann das ganze Viertelfanz mit den Gewürzen und dem Kaffee? Weil ich es so viel lustiger fand. Und du hast den Mist auch noch getrunken. Ich schmeiß mich weg. Wildmann. Wieso sieh dich an? Hey, dein Kater ist weg. Ja, dafür bin ich am Vormittag schon betrunken. Oh, du hast mich abgefüllt. Jetzt jammer nicht rum, Mann. Genieß es. Dass ich am Morgen schon betrunken bin? Genau. Mann, das ist doch wie in den guten alten Zeiten. Ja. Wie in den guten alten Zeiten! Nein, so gefällst du mir schon besser! Ich mir auch! Und jetzt, mein Lieber, jetzt feiern wir! Oh ja, was feiern wir denn? Den Geburtstag von Carola! Quatsch! Jetzt feiern wir die guten alten Zeiten, ne? Ja, auf die guten alten Zeiten! Ja. Mach mir noch so einen Strohkaffee! Du bist pervers! Nein! Ich will nur noch mehr rum. Auf die guten alten Zeiten. Du hast schon genug. Schade. Gar nicht. Wir machen jetzt was viel Besseres. Oh ja, was denn? Na, Zappel, hast du noch die Zeitung von gestern? Ja. Dann bring sie. Ach so, ja. Ups. Alles gut. Alles gut. Oh, warte. Hier. Und jetzt falten wir uns Hütchen! Was? Jetzt bestellen wir so ein paar Mädels und haben zusammen Spaß! Wie in den guten alten Zeiten!
In den guten alten Zeiten hatte ich nie Spaß mit Mädchen. Die wollten nie was von mir wissen. Also dann feiern wir jetzt eben die neuen guten alten Zeiten. Hm? Jawohl, auf die neuen guten alten Zeiten. Ja. Hier, sieht her, da sind schon die Ersten. Wer? Na, die Mädels. Was für Mädels? Na, die Mädels, die so richtig Spaß machen. Doch nicht etwa Freudenmädchen? Natürlich, und ich verspreche dir, die werden dir und mir eine Menge Freude bereiten. Aber eigentlich will ich doch nur meine Carola zurückhaben. Aber die kriegst du doch auch wieder. Und hier, die Mädels, die helfen dir dabei. Ach was? Natürlich. Rüdi, vertrau mir. Auf die neuen guten alten Mädels. Jawohl. Hier, da sie her. Da ist schon die erste. Wilde Indianer-Squaw kommt zum Trommeln in deinen Wigwam und schnitzt dir einen Marterpfahl. Nein, nein, ich mag keine Trommeln. Okay. Wie ist das? Heißes Teufelchen heizt dir höllisch ein, nimmt dich zwischen ihre sündhaften Hörner und lässt dich brennen vor Wonne und Lust. Oh! Nein, nein. Teufelchen erinnert mich zu sehr an meine Carola. Ja, das verstehe ich. Okay, die ist gestrichen. Gestrichen. Das klingt lustig. Hör mal hier, pass auf. Süße kleine Meerjungfrau will mit dir in der Wanne planschen und toben, bis der Walfisch brustet. Das verstehe ich nicht. In unsere Badewanne passt kein Walfisch. Oh, das gefällt mir. Hier, putziges Stubenmädchen fegt den Staub aus deinen Ecken und wedelt dich zur Glückseligkeit. Garantiert Ü21. Das gefällt mir sogar ausgesprochen gut. Eine Putzfrau? Was soll so toll sein, einer Putzfrau bei der Arbeit zu sehen? Das ist doch keine Putzfrau, Mann. Nicht? Und warum fehlt sie und wedelt sie dann? Och, jetzt Rüdiger, denk halt mal nach. Ich versuch's. Warum Ü21? Ja, das sagt halt, dass ich volljährig ist. Hm? Was spielt das für eine Rolle? Dürfen Minderjährige nicht mehr putzen? Hier, das ist die letzte. Neu. Frisch aus Russland. Katharina die Große reibt dich mit Wodka ein und zeigt dir ihren Zupfkuchen. Zupfkuchen mag ich. Ja, alles wieder habe es doch. Da bist du nicht mehr der Stubenmädchen. Wo hast du denn dein Telefon? Ne? Das ist da. Hä? Ah, ja, jetzt nicht. Hallo? Spreche ich mit dem putzigen Stubenmädchen? Ja? Ja, sehr schön. Hören Sie, ich hätte Sie gerne gebucht. In der Wintergasse 24. Einfach bei Herbst klingeln. Ja? Sehr schön. Und wann könnten Sie dann hier sein? In einer Viertelstunde. So schnell. Oh, verstehe, Sie wohnen in der Nähe. In der Frühlingsallee. Ja, schön, schön. Ja, dann, bis in einer Viertelstunde. So, mein Freund. Jetzt wird dann gleich gefegt und geredet. Dass du so einen Spaß am Putzen hast. Das hier, komm, bestell du deinen Zupfkuchen her. Auf geht's. Ich habe jetzt aber gar keinen Hunger. Katharina die Große, du Hirni. Ach so. Los, bestell sie her. Ja. Ich mache mich inzwischen hübsch und schick. Hörst du mich? Du brezelst dich auf für die Putzfrau? Ich hätte wetten können, er bestellt Schaumkohl, Girl. Naja. Katharina die Große. Nein, ich will keine große Frau. Da fühle ich mich ja noch kleiner. Eigentlich will ich gar keine andere Frau haben. Aber wenn Rolf sagt, dass es unbedingt notwendig ist, dass ich meine Carola wiederkriege, dann... Das sind ja noch mehr.
würdevolle Rentnerin sucht würdevolle Rentner. Keine sexuellen Aktivitäten erwünscht. Na nu, was ist denn das für eine Einstellung für ein Freudenmädchen? Wofür soll man da denn bezahlen? Dass man ihr die Haftcreme streichen darf? Ein einsamer Wolf sucht einsame Wölfin zum gemeinsamen Heulen. Sowas. Jetzt bieten sich da auch schon Männer an. Zeigen sich doch. S-Punkt Bötchen sucht Steuermann zur gemeinsamen Fahrt auf den Strom des Lebens. Moment mal. S-Punkt Bötchen. Samantha Bötchen. Das muss ich sein. S-Punkt Bötchen. Natürlich! So viele Bötchen gibt's bestimmt nicht! Weil wirf den Anker aus, mein Bötchen, ich komme! Oh, Mist! Nur der Anrufbeantworter! Hallo, Frau Bötchen? Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Ihnen. Ja, hören Sie, ich bin nicht so gut darin, auf Anrufbeantworter zu sprechen. Aber ich habe Ihre Annonce in der Zeitung gelesen. Ja, und ich wäre sehr an eine gemeinsame Bootsfahrt mit Ihnen interessiert. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, also, ich wohne in der Wintergasse 24. Einfach nur bei Herbstklingel. Ach, ganz wichtig. Es geht nur heute oder morgen. Übermorgen geht's dann schon nicht mehr. Weil, da ist Moby Dick im Weg. Also dann auf Wiedersehen. Dann nicht mal wieder hören. Oder noch besser, Ahoi! Samantha Bötchen inseriert auch in der Zeitung. Hoffentlich hört sie den Anruf an, wurde rechtzeitig. Alles klar, bin wieder da. Und? Hast du angerufen? Ja, aber ich weiß nicht, ob sie kommt. Wieso? Es war nur das Band. Ja, und hast du deine Adresse draufgeschrieben? Natürlich. Na also, dann wird sie auch kommen. Hey, das ist immerhin ihr Job. Allerdings, du musst schon damit rechnen, dass es heute vielleicht etwas später wird. Denk mal nach. Heute ist immerhin Wochenende. Ja. Jetzt. Hier. Trink. Ha! Noch ein Strohkaffee! Ja, trink. Da ist ja gar kein Rum drin. Trink den Kaffee, damit du wenigstens halbwegs nüchtern bist, wenn ein Mädchen kommt. Was ich aber nicht verstehe ist, wie soll ein Freundemädchen mir dabei helfen, dass ich meine Carola wiederkriege? Das ist doch ganz einfach. Hör zu. Rüdi, Frauen. Frauen stehen auf Alpha-Tiere, auf Leitwölfe. Ich bin leider nur ein Gamma-Wolf. Ganz genau. Und warum? Warum? Na, weil dein Röllchen eine Frau ist. Na, darum. Genau. Und wie alle Frauen sind sie die süßesten, die unschuldigsten und die begehrenswertesten Geschöpfe auf Gottes Erdboden. Bis sie uns in ihren Klauen haben, dann knechten. Dressieren sie uns und machen uns ihren kleinen, willenlosen Schoßwichtchen. Und der Clou, danach beschweren sie sich auch noch, dass nichts mehr von dem Wolf in uns ist, den sie uns eigenhändig ausgetrieben haben. Warum tun Frauen sowas? Gut, weil sie von Natur aus schon raffiniert, verschlagen und intrigant sind. Das ist auch im Tierreich so. Nur die Weibchen sind böse. Spinnen fressen ihre Männchen nach der Paarung. Gottesanbeterinnen beißen ihnen danach den Kopf ab. Oh Gott, Carola knabbert mir auch immer am Ohr rum. Und so fängt sie immer an. Stechmücken. Nur die fiesen Weibchen stechen.
Das ist bei uns Menschen umgekehrt. Hm? Ach ja, aber Moment mal, Moment mal. Wir Männer saugen kein Blut und danach juckt es auch keine 3 Tage. Nein, da juckt's 9 Monate. Also, eigentlich müssen die Frauen uns Männer umschwirren, wie die Motten das Licht und nicht andersrum. Jawohl! Warum sollten Sie das tun? Ja Gott, Rüdi, sieh in den Spiegel, darin findest du die Antwort. Im Spiegel? Natürlich, der räumt auf. Mit einer der größten Lügen der Welt. Was für Lügen? Mann, Rüdiger, jetzt sieh dich doch mal an. Du bist nicht schön. Hä? Du bist bildschön. Tatsächlich? Natürlich, denn nicht die Frauen, sondern wir Männer sind das schönere Geschlecht. Und das steht im Spiegel? Sieh hinein! Aber hatten die nicht zuletzt den Skandal mit den erfundenen Artikeln? Oh Gott, doch nicht das Nachrichtenmagazin, Mann. Die Natur. Und das ist aber allem, was da keucht und fleucht so. Vögel, ne? Rock, rock, rock. Ja, das prächtige Gefieder. Die Männchen. Genau. Hirsche. Ja, das beeindruckend, den Weib. Die Männchen? Genau, die Männchen sind immer die Schöneren und Stärkeren. Sieh dir einen majestätischen Löwen an. Die Weibchen sind doch langweilig. Aber das Männchen, oh, mit seiner imposanten Mähne, das ist Ästhetik und Schönheit pur. Und Kraft. Ha! Wusstest du, dass ich so ein Löwe zwar nur einmal im Jahr, aber dafür 24 Stunden ununterbrochen mit seinen Weibchen bat? Ah, das schön gut. Danach sammelt er wieder für ein Jahr lang Kraft mit Fressen und Schlafen. Aber dann... Ich bin auch ein Löwe. Ich schlafe nur einmal im Jahr mit Carola, aber dafür 24 Sekunden. Und dann sammle ich ein Jahr lang Kraft. Leg deinen Kaffee und werde wieder nicht. Also du weißt auch nicht, was du willst. Erst füllst du mich ab und dann nüchterst du mich wieder aus. Damit du wenigstens halbwegs fit bist, wenn dein Mädchen kommt. Du hast mir aber immer noch nicht erklärt, wie sie mir bei meiner Carola helfen soll. Hör zu, für Carola, da bist du doch nur noch ein kleiner, langweiliger, zahnloser Chihuahua. Aber hey, wenn du plötzlich mit einer wunderschönen Traumfrau flirtest, dann bist du ein Wolf! Glaub mir. Wenn du so eine Sexbombe in den Armen hältst, da wird dein Wölkchen vor Eifersucht platzen und alles daran setzen, damit sie ihren Alpha-Rüdiger wieder zurückkriegt. Hm? Ja, ich bin der Alpha-Rüdiger! Oh. Oh Gott! Alle Achtung, das ging aber schnell, weißt du? Von wegen Viertelstunde, das waren keine 10 Minuten. Und wenn's Carola ist? Blödsinn, wieso soll sie klingeln? Sie hat doch einen Schlüssel. Du hast recht, Gott sei Dank. Und ohne zu, Los geht's, jetzt mal duschen, zieh dir was anderes an. Auf geht's. Also manchmal erinnerst du mich stark an meine Carola. Halt den Mund, geh. Wie mein Holzchen. Was willst du mit dem Kissen? Das brauchst du nicht im Bad. Ach so, das habe ich nicht gemerkt. Ja, also trink den Kaffee und oh, lass uns die nächste halbe Stunde in einem Schlafzimmer bitte ungestört sein. Was wollt ihr denn im Schlafzimmer? Da habe ich doch gestern schon gesaugt. Geh lieber in die Küche. Die hat's nötiger. Da kann deine Putzfrau so viel wedeln, fegen und spülen, wie sie will. Ich! Mir schon weg. Und wer nicht dann? Ja. Ich komme! Komm herein, bring Spaß ins Heim! Du bist das, putzige Stubenmädchen. Ich bin alles, was du willst, Liebster. Ah! Was? Was? Nichts, alles gut. Kuss! Langsam. Wir sollten es vielleicht etwas ruhiger angehen. Natürlich. Also ich bin Rolf Wolf. Entschuldigung. Ich finde den Namen Rolf Wolf sehr hübsch. Lächerlich! Was? Ich? Heiße Sabine Bötchen. Meine Freunde nennen mich Biene. Zum Summ! Schön. Sumine. Sabine. Du warst doch schnell hier. Ja, ich wohne nur 3 Straßen von hier und bin sofort nach deinem Anruf losgerannt. Gerannt? Ja, ich hatte Angst, du könntest schon weg sein, bis ich hier bin.
Oder eine andere hätte dich mir weggeschnappt. Leider nicht. Ich meine, ich bin noch da, wie du siehst. Zum Glück. Kuss. Später vielleicht. Vielleicht solltest du jetzt erstmal ablegen. Na gut. Was soll denn das? Na, ich soll mich doch hinlegen. Ablegen! Den Mantel, den Schal, die Mütze, die Brille. Ablegen! Ach so, Entschuldigung! Nichts passiert. Allmächtiger. Was ist denn das? Na, ich bin's, Biene. Zum, zum. Ich meine das um dich herum. Meine Kleider? Gefallen sie dir nicht? Gefallen? Der Fummel ist so erotisch wie eine Ballerschaufel. Hässlich! Genau. Hör mal, vielleicht solltest du dich erst mal umziehen und schminken. Umziehen? Ja, in dein Kostüm. Ich nehme an, du hast es in deinem Koffer. Was für ein Koffer? Na, der. Aber das ist doch nur meine Handtasche. Da sind keine Kleider drin. Nein. Nur Frauenkram und Schminkzeug. Das glaube ich, dass du für das Gesicht deinen ganzen Koffer voller Schminke brauchst. Wie? Ja, aber wie hast du dir denn das vorgestellt? Du kannst doch nicht so fegen und wedeln. Ich soll fegen und wedeln? Ja, vor allem wedeln. So Glückseligkeit. Na dann? Ja, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Habe ich was falsch gemacht? Das kannst du laut sagen. Oh je, was denn? Alles. Falsch, falsch, blöde Kuh. Hör zu, Sabine. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt, als ich die Anzeige gelesen habe. Dann willst du nicht in mein Bötchen. Gut bewahrt. Hör zu, Sabine. Ganz ehrlich, sage nicht böse, aber... Du solltest das nicht mehr machen. Du musst ja noch Geld bezahlen, dass ich überhaupt deine Hand fasse. Bitte, nicht wegschicken. Nicht, nicht! Ja, aber ich kann doch nicht aus Mitleid. Das ist mir egal. Und hier? Ich kann mich auch schön machen. Schön! Wunderschön. Vielleicht könntest du auch diese Schreierei etwas unterschrauben. Oh, Entschuldigung, ich leide an Tourette. Oh, du meinst, das ist gar keine Absicht? Nein, das ist ein Nervenleiden. Nerven! Schön, aber gibt's denn da keine Tabletten dagegen? Schon, aber die haben Nebenwirkungen. Lass mich raten, sie machen hässlich. Egal, nimm sie! Sofort, nur schick mich nicht weg. Bleiben! Oh mein Gott, auch das auf die... Bleiben! Ja, ist ja gut, es ist eh ungünstig. Danke, danke. Kuss! Nein, nein! Aber wer hat das denn jetzt nicht bleiben? Ich hab's, los, komm, komm. So, auf geht's. So. Und hier bleibst du jetzt und rührst dich nicht von der Stelle, bis ich dich wiederhole. Verstanden? Jawohl, vielen Dank. Du bist echt lieb. Ja, ja. Kuss! Nein, nein! Und nimm deine Tabletten! Gut, so. Hier. Und jetzt kein Mucks. Egal was ist, bis ich dich wiederhole. Oh mein Gott. Jetzt brauche ich dringend was zu trinken. Rüdiger! Rüdiger, jetzt komm schon, dein Zupfkuchen ist da. Schon? Steh gerade unter der Dusche. Ja, dann wirf dir halt was über. Kannst du sie nicht in Empfang nehmen? Auf gar keinen Fall. Mein Bedarf an Blind Dates ist für heute gedeckt. Sag mal, hast du gleich mal ein Whisky gebunkert? Leider nicht. Mist, dann muss es eben der Stroh rumtun. Rüdi, jetzt komm schon, sonst geht sie wieder weg. Ich komm ja schon. Hoffentlich hat er mehr Glück und Katharina die Große entpuppt sich nicht als Katharina die Große Schabracke. So, da bin ich. Ui, 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 ui. Oh. Ja,
Jeder macht den Mund, der diktiert wird und gebeugt wird. Ja, natürlich. Welches Outfit? Wie, ja, ich war gerade duschen. Von Gott, ich mag's, wenn alles so sauber ist. Ja, Sie sind ja die Fachfrau, was das betrifft. Ganz genau. Sie sind also... Ich bin das putzige Stubenmädchen. Aber nenn mich einfach Sandy. Sandy! Und wie heißt du, Süße? Sandy! Du heißt auch Sandy? Das ist ja lustig. Das ist bestimmt die Abkürzung von Sandro. Nein, ich heiße Herbst. Rüdiger Herbst. Hi, Rüdi. Hi, Sandy. Also, Rüdi, dann sag mir mal, was du willst. Was ich will? Na, was ich machen soll. Ja, nun, das volle Programm halt. Das ist ja süß. Ich dehne mich nicht auf diese Geizkränke, die immer nur ein bisschen wedeln wollen. Apropos wedeln. Wo hast du denn deine restliche Ausrüstung? Was denn für eine Ausrüstung? Ja, das andere Werkzeug. Das kann doch unmöglich alles sein. Glaub mir, Süße, damit waren bisher alle zufrieden. Nein, also so geht das nicht. Warte. Ich sag's ja, die Kleinen sind immer so. So, Sandy! Jetzt kannst du loslegen! So, Sandy, jetzt kannst du dich ordentlich austoben. Was? Du willst, dass ich das alles benutze? Schon. Das ist ganz schön pervers. Pervers? Was soll daran pervers sein? Ich sag's ja immer, die Kleinen. Aber ich war nicht klein, das kostet alles extra. Och, mein Freund zahlt das schon. Dein Freund zahlt? Für wen ist das doch? Was? Der will dir doch dabei zusehen. Der will zusehen? Ich versteh's auch nicht. Aber er steht da wohl total drauf. Ich wette, dein Freund ist auch so ein Kleiner. Kann sein. Jedenfalls ist er größer wie ich. Na, das ist ja keine Kunst. Was soll das denn heißen? Komm gut, Rüdi. Also ich muss ja schon sagen, ich habe ja schon etliche, echt träge Sachen erlebt. Aber du schlägst anders. Tatsächlich? Umlenken. Und eins kann ich dir jetzt schon versprechen. Was denn? Das wird ein teurer Abend für deinen Freund. Oh, der kann sich leisten. Soll ich hoffen. Wo sollen wir dann loslegen? Hier? Oder im Schlafzimmer? Weder noch. Wo denn dann? Na, in der Küche. Du lässt echt nichts aus. Das von mir aus kostet aber alles extra. Ach was, werdet ihr denn nicht mehr stundenweise bezahlen? Versucht jetzt witzig zu sein, Süßer. Aber nein, hör mal, extra Münze kommt immer zusätzlich. Das ist überall so. Extra? Ich hab gedacht, das wäre ganz normaler Standard. Willst du mich verarschen? Dass hier mal nicht schräg ist. Ganz ehrlich. Ich weiß selbst noch nicht so genau, was ich mit all dem mache. Nicht? Keine Panik, Süße. Ich lass mir schon was einfallen. Woran ihr beiden Spaß habt. Da wird sich Rolf aber freuen. Ist das der Name von dem anderen Perversen? Ups, Ich wollte sagen, ist Rolf der Name von deinem Freund? Genau. Rolf und Rüdiger. Das erinnert mich irgendwie an die Sesamstraße oder die Rappelkiste. Da gab es doch auch zwei so seltsame Gestalten wie ihr. Wirklich? Ja, Raff und Rübe. Ja, das waren auch zwei so kranke Kleine wie ihr. Ich bin aber gar nicht krank. Wenn du es sagst. Ganz bestimmt nicht. Übrigens, wenn du dich in der Küche austobst, dann könntest du dir mal die Kochtöpfe vornehmen. Kochtöpfe? Was soll ich denn mit den Kochtöpfen anstellen? Weiß ich doch nicht. Du bist doch die Fachfrau. Sieh sie dir an, dann fällt dir schon was ein. Mit den Kochtöpfen? Ja, und die Bratpfannen auch.
Meine Frau macht das nicht so gerne. Darauf wette ich. Wie sind denn deine Freunde frei? Oh, der verdient gut. Nicht, dass ich jetzt nicht erwarten könnte, deinen Freund kennenzulernen, aber wo ist er überhaupt? Das weiß ich nicht. Aber weit kann er nicht sein. Ich suche ihn mal. Keine Panik. Heute Abend verdiene ich genug, dass ich das nächste Vierteljahr frei machen kann. Tatsächlich? Ja. Das ist aber schön für dich. Na, das ist schön, das bezweifle ich. Aber was macht man euch für das schöne Mammut? Schnöder Mammut. Hä? Es heißt nicht schönes Mammut, sondern schnöder Mammut. Nicht klug heißen, ja? Außerdem weißt du gar nicht, was ich sagen wollte. Aber ich wollte doch... Deswegen. Verrat mir lieber mal, wo ich das Badezimmer finde. Ich bist du nicht mehr für kleine Prinzesschen. Ja, das ist gleich da hinten rechts. Okay. Bis gleich. Hey, was denn mit dir? Ich hab von deinem Stroh rumgenascht. Wieso das denn? Hast du auch einen Kater? Nein, aber ich hab dringend einen Schluck gebraucht. Warum das denn? Wegen dem putzigen Stubenmädchen. Das wollte ich dir gerade sagen, sie ist schon da. Ich weiß. Hast du sie schon gesehen? Was glaubst du, warum ich mich wohl an deinem Stroh rumvergangen habe? Also ich muss schon sagen, für eine Putzfrau ist sie ziemlich attraktiv. Ja, wenn ich bedenke, dass du sogar der einbeinigen Frittenkarla einen Heiratsantrag gemacht hast, dann wundert es mich nicht, dass sie dir gefällt. Zuerst war mir ja nicht klar, warum du ihr unbedingt beim Putzen zusehen willst. Aber jetzt, jetzt kann ich dich verstehen. Von wegen. Das Einzige, wobei ich dir zusehen will, ist beim Gehen. Wirklich? Wo ist denn eigentlich deine? Noch nicht da. Du hast doch gerade eben geläutet. Das habe ich dir doch gerade gesagt. Das war nicht mein. Nein, das war... gut, egal. Ich entsorge jetzt erst mal das Stubenmädchen. Das ist aber schade. Was? Obwohl, dadurch sparst du dir einen Haufen Geld. Ich glaube, die nimmt mehr wie 10 Euro die Stunde. Die muss doch Geld mitbringen. Ich dachte, du wärst duschen gewesen. Was zum Teufel machst du? Nein, nein, erzähl's mir nicht. Ich will's gar nicht wissen. Bleib stehen. Aua! Und jetzt zieh dir was anderes an. So lächerlich willst du dein Mädchen bestimmt nicht empfangen. Du hast recht. Ich komm gleich wieder. So. Jetzt! Nein! Oh! Was hast du denn? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich hab mich extra schick gemacht. Für dich, sexy! Schick? Du bist bunter als ein Pavian hinter. Naja, es war nicht so einfach, sich im Dunkeln zu schminken. Offensichtlich nicht. Ich wundere mich überhaupt, dass es. Naja, dass es Männer gibt, die auf sowas stehen. Du bist der Erste. Ich Glückspilz. Die anderen wollten mich alle nicht. Das ist ein Missverständnis. Ach ja? Ja, ich will dich auch nicht. Aber ich hab mich doch verändert. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber man kann jetzt meine Waden sehen. Stramm, stramm! Ein unvergesslicher Anblick. Gefalle ich dir? Natürlich, natürlich. Ah, du bist ein Bunter. Bunter. Schmetterling! Wirklich? Natürlich! Allerdings noch vor der Verwandlung. Im Augenblick bist du noch mehr so die haarige Raupe. Deine Raupe! Ja, ja, weißt du, das ist nur so. Ich stehe so gar nicht auf Raupen, sondern nur auf Schmetterlinge. Nicht. Aua, aua! Was? Was ist denn jetzt? Nichts, nichts, schon gut. Ja, fein, ja, dann kannst du ja jetzt wieder gehen. Hm? Gehen? Bleiben! Ja, weißt du, es liegt ja nicht nur an mir, es liegt auch an deiner Wohnung. An meiner Wohnung? Stell dir vor, die hat gerade eben hier angerufen und gesagt, dass sie dich ganz entsetzlich vermisst. Meine Wohnung hat angerufen. Sowas kann die. Oh, klar. Du machst Spaß. Ich mach Spaß. Ja, kein Wunder. Bei dem Gesicht musst du ja welchen verstehen. So, jetzt haben wir zwei aber genug
gelacht. Deine Wohnung wartet. Ja, aber wenn ich jetzt eine Raupe bin, dann werde ich doch auch irgendwann zum Schmetterling. Schön! Natürlich. Und wenn es soweit ist, dann darfst du jederzeit wiederkommen. Wirklich? Jederzeit, du. Du weißt doch jetzt, wo ich wohne. Oh, Rolf, du bist so lieb. Ich weiß. Rolf, wäre es vermessen zu fragen, unverschämtes Luder! Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte dich fragen, ob ich dann wenigstens einen Abschiedskuss haben darf. Oh mein Gott. Also schön. Aber bitte, nur wenn du mir versprichst, dass du danach anstandslos und sofort nach Hause gehst, ja? Versprochen. Versprochen. Ja. Kuss zum Erfolg. Oh, 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 langsam, langsam. Deine Tabletten, oder? Hab ich, aber es dauert immer ein bisschen, bis sie wirken. Du musst sie regelmäßig nehmen. Oh. Aber die Nebenwirkungen. Sind völlig egal, alles ist besser als die Schreierei. Du erschreckst die Leute noch zu Tode. Ja, du hast bestimmt recht. Ganz bestimmt. So, und jetzt? Ja, nach Hause. Ja, auf Wiedersehen. Ja, aber es hat keine Eier. Bye, bye. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Carola. Eigentlich Sabine. Aber du kannst mich auch ruhig Carola nennen. Nein, 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 Carola. Los, schnell. Wir müssen uns verstecken. In den Schrank, los. Ja, komm. Beide? Ja, wird's bald. Ich komme. Kusszunge, Fummel. Was? Veranstalten. Na, und wo kommt der denn auf einmal her? Sehr merkwürdig. Na, ich werde schon noch rausfinden, was hier vor sich geht. Aber erst mal einen Kaffee. Okay, Pippa, ich bin soweit. Hallo? Hallo? Ich komme gleich. Ich zieh dir nur noch was an. Hoffentlich nichts Perverses. Was? Bitte sag, dass du jetzt keine Frauenschürzen, Tauchanzüge oder Windeln trägst. Aber nein! Gott sei Dank. So, da bin ich. Oh je, zu früh gefreut. Das ist mein zweitliebster Wohlfühlanzug. Da möchte ich nicht deinen Liebsten sehen. Hier, das ist doch was für dich. Was? Ja, der ist ganz sauber und riecht ganz frisch nach Waschmittel. Ich bin sozusagen ein kleiner Geruchsfetischist. Also langsam wirst du mir schon ein bisschen gruselig. Wie bitte? Ja, ich glaube, ich kann dich beim besten Willen nicht mehr länger sicher nennen. Das will einfach nicht mehr über meine Lippen, wenn ich dich so ansehe. Ich brauche irgendeinen anderen Namen für dich. Aber ich habe doch schon einen. Rüdiger, Rüdi. Oder von mir aus Herr Herbst. Ich dachte an euch eher ein Perverschen und die sieben Schweinchen oder so. Was? Oder sowas wie Schweini oder Grunzi. Grunzi? Ich nenne dich Wutzi. Deinen Freund nenne ich Smutzi. Wutzi und Smutzi, das gefällt mir. Ich will aber nicht Wutzi heißen. Und ich will keine Kleinen mehr bedienen müssen. Ja, Wutzi. Das haben wir alle manchmal die Zeit sehr am Hacken. Ich hole jetzt Rolf, dann kannst du das mit dem klären. Du meinst zwar Smutzi? Von mir aus auch Schmutzi. Dann kannst du endlich mit der Arbeit anfangen. Ich kann es kaum mehr sagen. Rolf? Rolf? Oh Gott! Und meine Frau, die macht auch mit. Das kostet aber noch meine schöne Zange. Wenn das so weitergeht, werde ich heute Nacht noch Millionär. Du musst verschwinden, schnell! Schwinden, Wutzi? Ey, willst du mich verarschen? Ohne Kohle gehe ich ja nirgendwo hin. Aber du hast ja noch nicht mal gebetelt! Das ist nicht meine Schuld. Wir hatten einen Deal. Gut, wenn es denn sein muss. In Gottes Namen. Ach, warte. Gut.
2, 3, 4, 20, 30, 40, 45, 47. Mein letzter Glücksel, 4,48 Euro. Stimmt so. Herr Schneider. Dein Geld. Mehr habe ich leider nicht. Ich sag's ja, keiner ist drastiger als die Kleinen. Deine Münzen kannst du in dein Sparzeit stecken. Was soll das? Was tust du? Oder das Geld oder dein Freund. Oder das Geld von der Bank. Ich gehe jedenfalls nicht ohne meine 600 Euro. 600? Kein Wunder, dass ich heutzutage keiner mehr eine Putzfrau leisten kann. Meinetwegen auch 500. Ich bin jetzt glücklich froh, dass ich den Zopf nicht machen muss. Na ja, Rolf wird dir dein Geld schon geben. Rolf! Sag mal, dein Freund ist nicht zufällig ein unsichtbares Riesenkaninchen, oder? Nein, Rolf ist ein ganz normaler Mensch. Normal wie du, was? Rolf! Rüdiger? Oh Gott, du musst dich verstecken, schnell! Verstecken? Ey, Butzi, du lässt echt nichts aus. Dann wirst du es also doch. Hä? Kostet aber alles extra. Nein! In den Schrank, los, schnell in den Schrank! Nein. Mach schon! Keine Panik, Süßer! Was sind da Leute in deinem? Das ist eine gute Frage! Mann, ey, immer die Kleinen! Hier, schnell! Auf die Couch, unter die Decke! Ach, jetzt geht's los! Mach dich klein! Damit ich so aussehe wie du, Neil, lass mal. Nein, damit du unter die Decke passt. Meine Frau darf dich nicht sehen. Na gut, von mir aus. Aber du weißt ja. Ja. Kostet alles extra. Wolfi, du hast dich gesetzt, ey. Ja, rutsch ein Stück. Wohin? Hier ist kein Platz, das ist ein Sofa für Kleine. Du, da muss es eben so gehen. Zieh die Beine an! Du musst mich festhalten! Moment! Ja, so ist gut! Den Staubwedel! Nimm den Staubwedel! Den Klopfen! Wo ist denn Hexen? Den Hexen? Steck ihn unter die Kissen! Na gut! Aua! Aua! Das ist kein Kissen! Ich krieg keine Luft! Bleib unten! Ja? Rüdiger? Mich raus! Das geht nicht! Du musst unten bleiben! Aber ich erbitte darunter! Ich belebe dich wieder! Spinnst du? Lass mich raus! Das geht nicht! Du musst unten bleiben! Das werden wir ja sehen! Aua! Nicht zwicken! Aua! Aufhören! Ich bin kindlich! Rüdiger? Ach, da bist du! Carola! Du hier? Ja, hör zu, ich hab noch mal über alles nachgedacht. Was findest du denn jetzt daran so lustig? Nichts, gar nichts! Ja, vielleicht habe ich im ersten Moment ja auch ein bisschen überreagiert. Aber was ist denn mit dir los? Die Nerven, ich bitte dran, mit den Nerven runter. Dazu hast du auch allen Grund. Jedenfalls bin ich zurückgekommen, weil ich noch mal mit dir über alles reden wollte. Ja. Und dann finde ich den hier. Das ist nicht lustig, Rüdiger. Wem gehört dieser Mantel? Gut, dass du fragst. Ja? Ja, der Mantel ist für dich. Oh! Ja. Ein Geburtstagsgeschenk als Überraschung. Rüdiger, du hast mir noch nie so etwas Schönes für diesen Mantel geschenkt. Sonst schenkst du mir immer etwas Praktisches für die Küche. Naja, ich habe gedacht, ich versuche mal was Neues. Rüdiger, ich probiere ihn gleich mal an.
Von wem bist du bekloppt? Du kannst dir noch nicht mal Mantel senken, den will ich wieder zurück. Ich kaufe dir einen neuen. Für 4,48 Euro. Rolf kauft ihn dir. Ach ja? Was hast du denn? Hey, Luft, hier Sticker. Auf! Moment, Moment. Aufhören, auf, auf! Entschuldigung. Zurück in den Schrank. Ja, komm. Was? Nein, nie wieder, nein. Rolf, du Sau! Du hast doch nicht etwa in meinem Schrank... Ich hab gar nicht sie. Was? Sie hat in meinem Schrank? Warum haben Sie denn nicht in Ihre Tasche gemacht? Aber nein, das doch nicht. Tut mir leid. Ich hab dir gesagt, dass die Tabletten Nebenwirkungen haben. Ich krieg davon immer leichte Blähungen. Leichte Blähungen? Du stinkst, als hättest du einen Misthaufen gefrühstückt. Ihr müsst zurück in den Schrank. Carola kann gleich wiederkommen. Sieh zu, dass du sie schnell loswirst. Das überlebe ich sonst nicht da drin. Ich versuch's. Erfasst! Rüdiger, sieh nur! In den Schrank! Ja, komm! Hilfe! Keine Sorge, ich beherrsch mich auch! Und du, unter die Decke! Keine Ahnung, was das kostet! Ja, klär das mit Rolf! Na, was sagst du? Wunderschön! Erstaunlich! Rot ist ja sonst nicht so meine Farbe. Wie sehe ich darin aus? Oh! Wunderbar! Vielleicht vergebe ich dir ja doch nochmal. Wirklich? Abwarten. Das muss ich mir erst nochmal genau überlegen. Also ich wundere mich ja immer noch, dass du so etwas Hübsches gefunden hast. Du hast doch sonst so einen schlechten Geschmack. Und dann auch noch in der richtigen Größe. Das ist ja gar nicht wahr. Natürlich. Du schaffst es sogar, Bettzeug in der falschen Größe zu kaufen. Was war das? Was denn? Es hat so komisch gequietscht und geknarrt. Oh! Der Wind, das ist nicht schön! Und überhaupt, das stinkt hier so! Stinken? Oh, ich riech nichts! Tu doch nicht so, das bist du! Rüdiger, wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst nicht auf das Sofa knattern! Das ist ja ekelhaft! Ja, ich wusste ja nicht, dass du schon da bist! Auch nicht machen, wenn ich nicht da bin. Ich tue es nie wieder, versprochen. Gott, Rüdiger, geh aufs Klo sofort. Gleich. Oh, ich gehe aufs Klo. Gleich sofort! Ja, aber ich muss doch jetzt gar nicht! Oh, natürlich! Ich kann man aber auch wirklich keinen Moment alleine lassen. Was hast du nur gestern Abend gegessen? Zwiebelsalat mit faulen Eiern? Na los, geh schon! Und halt die Decke um dich rum, ja? Damit nicht noch mehr rausdampft. Das geht nicht! So, das werden wir ja sehen. Los jetzt! Au! Rüdiger, wer ist da unter der Decke? Unter der Decke? Wer soll denn unter der Decke sein, Mensch? Dann sehe ich eben selber nach. Ach, vielen Dank. Ich war da drinnen zum kurz vor meinem Finden. Wer ist das? Sandy. Sandy? Ja, Sandy, die Putzfrau! Ja, ich habe gedacht, sie könnte hier ein bisschen sauber machen, bis du wiederkommst, als Überraschung! Schöne Putzfrau! Oh, vielen Dank! Sie sehen aber auch nicht schlecht aus. Das hätte ich wohl sie gar nicht zugetraut.
Wutze. Oh, Entschuldigung, ich gebe meinen Kunden immer irgendwelche Spitznamen. Schon gut. Wutzi passt. Ja, ich nehme an, das ist ja dann wohl ihrer. Ja. Vielen Dank. Röllchen, Röllchen, es ist nicht so, wie du gerade denkst. Du hast ja keine Ahnung, was ich gerade denke. Ja, also, Sandy hat gerade die Couch sauber gemacht, als ich mich hingelegt habe. Da muss ich sie total übersehen haben. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Es ist nichts passiert. Ich schwöre es dir. Das sehe ich. Okay, da war's. Röllchen, 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 du wirst sehen. Du wirst sehen. In 2 Wochen, da werden wir noch drüber lachen. So, ha, ha. Gott, sie wärst echt drauf, wie man Frauen glücklich macht. Findest du? Klar, du bist ein echter Leidekiller. Wirklich? Ja. Aber vielleicht solltest du jetzt erstmal nach deinem Freund sehen. Du hast recht. Rolf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ist sie nicht gut, mein Liebster? Er ist tot! Was? Sie hat ihn tot gepupst! Oh Gott! Oh, das wollte ich nicht! Den Käfer! Beruhigt euch! Seh dich ja in der Nacht dauernd so da liegen. Der braucht nur ein bisschen Luft. Oh ja, oh ja! Ich werde ihn wiederbeleben! Nein! Mein Schatz! Tut sie schon was? Pupsi, ich will ja keine Spaßbremse sein, aber ich glaube, solange du auf ihn drauf liegst, presst du die Luft eher raus. Oh, wie romantisch. Ich werde ihn wach küssen, wie das Dornröschen. Prinz meiner, meiner. Warte. Nimm die Zunge raus, Pupsi, du erstickst ihn! Schade! Pupsi? Ausgeschlafen? Bin ich im Himmel? Mein Kind! Oh, ich bin in der Hölle! Oh, du bist ja noch ganz blass! Mund zum Mund warten! Nein, nein! Ich brauche nur etwas Luft! Ich fächle es dir zu, mein Prinz. Oh. Es gibt von mir. Ich halte dich. Moment, ich helfe. Danke, das ist sehr lieb von Ihnen. Was? Aufs Sofa. Das ist eine coole Idee. Komm, Rolf. Vorsicht, Rolf. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich verstehe es nicht. Warum krieg ich immer die Dorfen und die Perversen? Hoppla! Ausziehen, Nacki! Bloß nicht! Ich lieg unter euch! Entschuldigung, ich hab's nicht so gemeint! Geil! Sabine, du kannst bestimmt nicht mehr um. Du kannst zu mir runter, du kannst mich loslassen. Ach so, natürlich. Runter von mir, er drückt mich! Ja, die lässt mich nicht los! Nie wieder! Komm! Sandy! Sandy, hilf mir! Na wie denn? Zieh mich raus! Moment mal, ich versuch. Ja. Aber was tust du denn da? Aber doch nicht damit! Natürlich, du bist doch klein, versuch einfach durchzuflutschen mit Zwupp. Aua! Aua! Aufhören! Aufhören!
Du meinst doch, dass ich das Ding benutze. Er hat dich angetürmt. Ganz im Gegenteil. Du machst alles nur noch schlimmer. Da kannst du dich auch gleich oben drauf setzen. Oh ja! Juhu! Liebe Damen, Bob, ich komme. Juhu! Ihr bringt mich um! Ach, Wurzi, macht keine falschen Versprechungen. Ihr Klein seid wie die Kakerlaken, ihr überlebt alle. Runter! Na gut. Hör du auf, Sabine, bitte! Och, immer wenn's am schönsten ist. Oh mein Gott, was für ein Albtraum! Luft! Luft! Wo ist denn Carola? Auf und davon! Was? Zum Glück. Findest du? Geht's dir wieder besser, mein Prinz? Ja! Wer ist die Frau? Frag doch nicht so blöd! Das ist das putzige Stubenmädchen! Was? Moment mal, Smutzi! Ich weiß nicht, was der Pups dir erzählt hat, ja? Aber das einzige putzige Stubenmädchen wird echt klar. Was? Ja, dann bist du ja Katharina die Große! Nein! Ich bin Sabine, die Kleine. Hä? Ja, aber was tust du denn dann hier? Na, du hast mir doch auf mein Band gesprochen. Was? Ich? Oh Gott. Unendlich, was hast du getan? Das kann doch gar nicht sein. Moment mal, Moment. Hier. Wo ist sie? Hier. Die habe ich doch bestellt. Hier, Samantha Bötchen. Aber die sieht ganz anders aus. Naja, ich heiße ja auch nicht Samantha, sondern Sabine Bötchen. Zum, zum. Sabine? Aber warum haben Sie das denn nicht in Ihre Annonce geschrieben? Na, jede Zeile kostet extra. Und es geht mit der Zeit ganz schön ins Geld. Das war schließlich meine 374. Heiratsannonce. Heiratsannonce? Oh nein. Was hast du, armer Irrer, getan? Aua, das war ein Versehen! Deinetwegen hätte ich im Schrank um ein Haar erstickt. Aua! Und beinahe hätte mich Tante Klecks Gesicht auch noch vernudelt. Aua! Genau! Aua, was soll das? Für den Frecken, den du mir eingejagt hast. Ich dachte so, das wird die schlimmste Nummer meines Lebens. Und dann klackt sie zu viel. Aufhören! Oh Gott! Was ist? Sie gast schon wieder. Oh, bitte nicht! Bitte nicht! Du kannst es auch einfach wagen, wenn du alleine sein willst. Entschuldigung! In den Schrank! Oh ja! Gieriges Luder! Ja. Komm zu mir, mein Prinz! Nein, dein Prinz, der kommt gleich. Das ist kein Prinz! Zwerge, wo bist du hier? Aber der hat dich herbestellt! Viel Spaß, ihr zwei! Sabine, lass krachen! Du bleibst drin! Keine Sorge, der wird gleich ruhiger! Na also, wer sagt's denn? So, jetzt habe ich jetzt mal Ruhe. Also ich bin Rolf. Ich habe dich angerufen. Was der jetzt, Mutzi? Und wo ist dein Hund? Welcher Hund? Na, dein blinden Hund. Aber ich habe doch keinen blinden Hund. Na, dann eben deinen blöden Hund. Wie kommst du auf die Idee, dass ich einen Hund hätte? Hey, du hast mich mit Pupsi verwechselt. Du musst entweder blind oder blöd sein. Oh, na, wer wird denn so nachtragend sein? Außerdem, das mit den Ü21 ist ja auch ein bisschen übertrieben. Wieso? Ich bin über 21. Ja, aber schon ganz schön lange. Hey, Smutzi, nicht frech werden, ja? Schließlich bist du auch schon in einem Alter, wo wahrscheinlich nichts mehr ohne die kleinen blauen Pillen geht. Oh, nein. Lass uns doch nicht streiten. Außerdem, ich bin ja absolut zufrieden mit dem, was ich sehe. Was sage ich? Geradezu begeistert. Langsam, Smutzi. Lass uns erst das Geschäftliche regeln. 600 sind Standard. Und wenn du noch was drauflegst, dann wird's noch viel schöner. Ja, dann was soll der Geiz? Man lebt ja nur einmal. Was hältst du von 900?
900 klingt nach einer Menge Spaß. Ja, sehr viel Spaß. Dann lass die Seilchen rüberwachsen und ich sorge dafür, dass auch alles andere weg und gedeiht. Lass uns doch das Geschäftliche hinterher regeln. Ey, Smutz, ich bin vielleicht nicht die Hexe, ja? Aber eins ist sicher, ohne Moos nix los in der Hose. Ja, ja, natürlich, natürlich. Es ist nur ein Augenblick ein bisschen ungünstig. Sag, bloß, du bist auch so ein Loser wie Wotzi. Was, Loser? Ich? Ach, von wegen. Ich bin einer der meistgefragten Produktiv-Negativ-Werber Deutschlands. Verstehst du? Ich verstehe nur Tunnel. Tunnel? Na, das Ding, wo die Züge reinfahren. Bahnhof. Und noch so ein Klugscheißer! Hör zu, ich erkläre es dir. Produktiv-Negativ-Werbung, das ist Werbung, die den Menschen so wahnsinnig auf die Nerven geht, dass sie das Produkt nur deshalb kaufen, weil sie die Hoffnung haben, dass sie die Werbung dann nie wieder ertragen müssen. Oh, du kennst bestimmt einen meiner berühmtesten Spots. Du stehst auf Müsli vom Seitenbacher. Ein lecker, lecker Grüßli. Kauf am besten noch sein Öl dazu. Dann gibt der Seitenbacher endlich Ruhe. Und damit kann er Geld verdienen. Ha, jede Menge. Dann rück's raus. Es ist nur so, dass ich jetzt im Augenblick nur ein bisschen knapp bei Kasse bin. Aber Rüdiger wird mir aushelfen. Wutzi! Hör mal, Smutzi, 4,48 Euro reichen gerade mehr für einmal Rutzen. Rutschen? Ja, mir den Buckel runter. Warte bitte! Ich werde das Geld schon auftreiben. Aua, aua, aufhören! Aufhören! Aua! 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 Ungeheuer Scheißer! Dieser Fummelzwerg hat an meinen Beinen rumgekrapscht! Brenn, Teufel, brenn! Was? Was ist das? Pupsi, merk dir für die Zukunft. Lass die Finger von den Kleinen. Ich hab doch nur den Ausgang gesucht. Oh, hörst du, es war nur ein Missverständnis, Sabine, bitte. Tatsächlich? Natürlich. Jetzt setz dich hierher in aller Ruhe. Ruhigst du dich, ja? Na gut. Drecksack! So bin ich jetzt. Das ist alles in ein Ordnung. Hör zu, du musst mich jetzt nach seiner kleinen Notlage helfen. Ich will nicht mehr in den Schrank, bitte. Aber nein, du musst mir nicht Geld borgen. Genau genommen 900 Euro. 900? So viel habe ich aber jetzt gerade nicht. Was? Ja, hast du keine Kreditkarte, deine Bankkarte? Doch schon, aber die bewahrt alle Carola für mich auf. Und wo? Ich weiß nicht. Aber meistens versteckt sie die Sachen hoch oben auf dem Regal oder Schrank, wo ich nicht hinkomme. Ich seh mal nach. Moment. Also hier ist nicht. Dann sind sie bestimmt auf dem Garderobenschrank. Okay, nachsehen. Bleib bei mir, mein Ding. Aber Sabine. Hab dich. Sabine, bitte. Ey, so hoch kann ich draufsehen. Moment, das haben wir gleich. Das muss ich für Carola auch immer machen. Steig einfach auf meinen Rücken. Cool, das ist das erste Mal, dass ein Kleiner wird, was wirklich ist. Ey, da ist ja tatsächlich eine Trinkkreditkarte. Juhu! Hat sie! Juhu! Wer ist denn hier? Hallo Carola! Ich höre nur meinen Freund! Wolf, Frau Rüdiger! Zeig dir den Wolf! Carola! Darf ich vorstellen? Meine neue Freundin! Hä? Moment mal! Das ist meine! Das ist deine! Was? Liebe Zeit! Carola! Carola! Ich bin ein Wolf! Gestern hast du noch behauptet, du wärst ein Mann!
Ja, ich bin beides. Und ich bin schön, bin schön. Ey Gott, jetzt wird's albern. Und du musst dich endlich damit abfinden, dass mich die Frauen umschwärmen, wie die Motten das Licht. Noch nicht mal im Frauenknast. Ja, und diese... diese atemraubende Motte ist meine neue Freundin. So. Ich bin keine Motte. Aua. Ich bin eine wunderschöne Schmetterlingsraupe. Aua. Ja, von mir aus werdet glücklich miteinander. Mit was? Dem Zwerggnomenwicht. Ja, aber wirst du denn gar nicht eifersüchtig? Kein bisschen. Ja, aber er hat und gesagt... ich will auch ehrlich zu dir sein. Weißt du, warum ich im Schlafzimmer immer das Licht ausgemacht habe? Weil ich die traurige Realität nicht sehen wollte. Oh, du liebe Zeit! Da müsste ich ja nur noch im Dunkeln arbeiten. Ich habe mir mal vorgestellt, ich hielt George Clooney in den Armen. Wen? Oder Rolf. Was? Es war so schön mit Corona. Uns. Deswegen nur kein schlechtes Gewissen. Ich schenke ihn Ihnen mit Handkuss. Aber ich will ihn doch gar nicht. Giftzer! Na ja, also... Seh mich nicht an, Süße. Wenn ich was Kleines will, dann kaufe ich mir einen Knirps. Aber du hast gesagt, sie sind eifersüchtig. Eifersüchtig? Auf wen sollte ich denn eifersüchtig werden? Ein Mann, der meinen Geburtstag vergisst? Was? Feuer, was die Feuer! Schwein! Halb so wild. So bleibt mir wenigstens eines deiner tollen Geburtstagsgeschenke erspart. Was für Geschenke denn? Rüdiger weiß, was sich eine Frau zum Geburtstag wünscht. Letztes Jahr, da hat er mir eine elektrische Orangensaftpresse für seinen morgendlichen O-Saft geschenkt. Und im Jahr davor war es ein Eierkocher. Also, in meinem 40. Da hat er mich dann mit einem riesigen Bündel Geschirrhandtücher beschenkt. Und dafür musste ich auch noch Freude heucheln. Tut mir so leid. Mir auch. Oh, und gestern, da hat er mir sogar gestanden, dass er meinen Tod plant und mich im Garten verscharren will. In seinem Mauselochum. Mausoleum. Klugscheißer! Hör mal, Carola nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Aber das ist doch deiner. Gewesen. Jetzt gehört er dir. Er steht dir doch so gut. Hm? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke, Sandy. Von Herzen. Und die ist von mir. Die passt doch so gut zu dem Mantel. Alles Gute zum Geburtstag. Oh. Seid ihr süß. Jetzt muss ich weinen. Au. Oh, mein Gott. Kann ich euch wenigstens noch zum Kaffee einladen? Ja? Ach, das ist doch nicht nötig. Ach, Kuchen! Also Kuchen habe ich leider keinen da. Aber Kekse und Eis. Und irgendwo habe ich auch noch zwei schöne Flaschen Prosecco gepunkert. Ach, vergiss den Kaffee. Lass uns gleich zum lustigen Teil übergehen. Prosecco! Saufen! Saufen! Was hattest du mit Carola? Ach, Rödi, jetzt mach dir mal keinen Kopf. Hör mal, da war nie was Großes. Was hattest du mit meiner Frau? Ich sag doch, da war nie was. Gott, es kann vielleicht sein, dass wir uns vielleicht mal geküsst haben. Was? Du hast meine Carola geküsst? Ich sag ja, es kann sein. Gott, ich erinnere mich einfach nicht. Aber davon hast du ja mir nie was erzählt. Natürlich nicht, Mann, Rüdi. Ich wollte dich nicht verletzen. Aber wir sind doch die besten Freunde. Ja, und beste Freunde
Die erzählen sich immer alles. Ja, genau. Und beste Freunde, die teilen sich auch immer alles. Aber das heißt doch nicht, dass man sich jedes Detail erzählen muss. Doch, du musst es mir sagen. Ich will es wissen. Jedes einzelne Detail. Rüdi, bitte. Sag schon, ich kann verkraften. Das ist schön, bitte. Wir haben einmal eine Nacht miteinander verbracht. Hey, 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 wirklich, nur ein einziges Mal. Du hast mit meiner Carola? Das hättest du mir nicht sagen dürfen! Mann, Rüdi, das war lange vor eurer Zeit. Damals kanntet ihr euch noch nicht mal. Trotzdem! Oh, ich bin oh mein Gott! Das ist so schön mit euch. Wir müssen uns unbedingt öfter treffen. Ich kann immer Sonntagabend, da sind die meisten Ehemänner bei ihren Frauen. Schweine! Ich kann immer Freundin, Freundin. Wunderbar. Dann treffen wir uns künftig immer sonntagsabends um 6. Oh ja! Aber Röllchen, sonntags ist doch unser gemeinsamer Fernsehabend. Ja. Bei dem du sowieso immer auf dem Sofa einschläfst. Das schaffst du auch ohne mich. Aber Röllchen... Abgesehen davon, zieh dir erstmal etwas Warmes an. Aber ich friere doch gar nicht. Aber das wirst du gleich, wenn du gehst. Wo gehen wir denn hin? Nicht wir, du. Deine nichtsnutzigen Freundin kannst du gleich mitnehmen. Moment mal, Moment mal. Du, aber du willst mich doch jetzt nicht rauswerfen. Oh doch. Ich habe dich und deine Demütigung lange genug ertragen. Aber Röllchen! Geh! Bye, bye, Wutzi! Fort, fort! Aber Röllchen, das kannst du mir nicht antun, bitte nicht. Ich werde mich ändern, ich verspreche es dir. Nur bitte, bitte lass mich nicht alleine. Ich liebe dich doch. Was soll ich denn jetzt nur machen? Vielleicht sollte ich dir noch mal eine Chance geben. Ich glaube, sie meint es tatsächlich ernst mit dir. Lieber einen rückgratlosen Mann als gar keinen. Rita! Also gut. Versuche ich es halt noch mal mit dir. Oh. Danke, 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 danke. Ich verspreche dir, ich werde mich ändern. Du wirst es nicht bereuen. Ganz bestimmt. Dafür sorge ich schon. Und du? Moment. Das übernehme ich. Mein Freund, es wird Zeit für dich zu gehen. Rüdiger, ich bitte dich. Du bist kein Wolf, du bist ein Wurm. Na und? Auch ein Wurm kann sich krümmen. So. Und nun? Aber Rüdiger, Mann, wo soll ich denn hin? Im Garten wird noch eine Mäuseblähung frei. Was? Genau. Ja, aber Rüdi, verdammt, das ist nicht lustig. Es ist saukalt draußen und ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich schon. Wir sehen uns am Sonntag. Hey, böses Mädchen. Oh ja, böse Biene, komm. Na, zu mir. Ich habe zwar nur eine kleine Wohnung, aber da haben wir es schön warm. Liebes Hölle Loverboy! Sprich, Biene, still! Gehen wir, Sandy. Lass uns erst noch die Flasche Prosecco nehmen. Gute Idee. Aber wo geht ihr denn hin? Shoppen. Sandy könnte ein paar Schafe legen. Und was mache ich? Mach, was du am besten kannst, Wutzi. Essen, schlafen, krumpfen! Ja. Immer diese Weiber!